Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading bei FX Flat mit Thorsten Helbig von Forex Pro Systeme. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns den Risikohinweis an, wie immer. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder sogar als Anlageberatung verstehen, denn Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja? Okay, Thorsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und bin gespannt, was du uns heute zu sagen hast. Nix. Mal gucken, welchen Bildschirm überhaupt kriegt. Oh, jetzt ist das weg. Seht ihr meinen Bildschirm schon? Nee, ne? Ja. Ja? Ja. Echt? Oh, aufpassen. Okay, ich habe seit 2 Tagen, guten Morgen erstmal in die Runde. Schön, dass ihr, man sieht ja die Teilnehmerzahlen, wie das dann, sobald das 46, 47 wird, sieht man, wie die Teilnehmerzahlen hochgehen. Gut. Man hat sich daran gewöhnt, dass ich pünktlich um 48 starte. Und ich bin froh, dass doch der eine oder andere dem, sag ich mal, der Idee folgt oder der Idee, die Idee mit uns teilt, dass die morgendliche Geschichte immer so ziemlich die beste ist. Also für mich jedenfalls. So, einmal kurz in die Runde gucken, wer da ist. Harald, Harald K., dich habe ich vorgestern versucht anzurufen. Tja, keiner geht ran, keiner ruft zurück. Hier in Deutschland wird es warm, Gran Canaria ist da. Ach nee, Teneriffa, ne? Mein lieber Horst. Okay, wir werden uns mal um 2 Sachen kümmern heute. Das erste Mal, ihr seht das vielleicht, also nehmt es, wenn hier irgendwas noch nicht so hundertprozentig läuft, bitte toleriert es. Ihr seht, dass was hier läuft bei mir im Moment ist eine Beta-Version. Dirk hatte mir ja ein paar Sachen gebaut, wie er im 1500. auch erläutert hat. Er hat mir ein paar Sachen hier zusammengebaut, die sehr hilfreich sind. Und deswegen habe ich jetzt die Beta-Version laufen und so wie das nun mal ist, bei Beta-Version kann manchmal noch was instabil laufen. Aber wenn ich das nicht probiere, nicht teste, dann wissen wir auch nicht, was falsch ist. Was ändert sich? Die Optik hat sich etwas geändert. Wir haben die Parameter geändert von unseren Indikatoren. Die werden aber automatisch bei euch installiert. Da braucht ihr euch jetzt nicht so eine Gedanken machen. Beim nächsten Update habt ihr die aktualisierten Werte direkt mit drauf. Wir können die Zahl unserer Indikationen hier unten jetzt einstellen, wie weit die angezeigt werden sollen. Wer das ebenfalls nutzt oder nutzen will, sollte darauf achten, die Zahl so kurz wie möglich zu halten. So wie man gerade gesehen hat, dauert es sonst einen Augenblick, bis die Berechnungen durch sind. Je mehr Tage hier unten drin stehen, desto mehr muss berechnet werden, desto schwieriger wird es. Wir reden hier über Euro Pro und Co. und über DAX und Co. Und wir sind, wie soll ich sagen, ich mag das immer nicht zu sagen, ja, wir sind dafür bekannt oder wir sind die Profis oder so. Wir handeln Euro Pro, so ganz einfach. Euro Pro besteht eben aus einem Mini-Trendfolgesystem, welches uns durch die Indikationen, die wir hier gleich sehen, die ich gleich mal ganz grob erläutern werde, angezeigt wird, wann, wie, wo wir einsteigen können, unterstützt von unseren Zielbereichen. Das heißt, in der Folge, wir können entweder mit unseren Zielbereichen arbeiten oder mit Euro Pro.
Für die Vorbereitung des Tages mache ich das immer jetzt sehr einfach und zeichne mir den Bereich für die Zielbereiche für Short und für Long einmal oben und unten ein, dann bin ich nicht mehr irritiert. Das macht man ganz einfach so, indem man die Eigenschaften nimmt und dann auf die Parameter geht und dann, damit das über den Tag schön läuft, verändere ich so die Zeit. Und damit ich das den ganzen Tag habe, mache ich das genauso lange, bis ich ins Bettchen gehe. Zack. Und dann habe ich die da oben fertig und dann habe ich die da unten fertig. Gleich. Ich mache das heute Morgen ganz bewusst einmal, damit auch unsere Europroler wissen, wie man sich auf so einen Tag am besten vorbereitet. Das mache ich in der Regel morgens für mich alleine. So. Dann kann ich die rausnehmen. So. Und dann ist das hier mein Tag. Das heißt für mich heute hier, dass ich, ich habe es umgestellt auf einen Klick, brauche mich nicht zu wundern. Das heißt für mich im Großen und Ganzen einen einzigen Blick aufs Chartbild. Na, wo geht's hin? Wo sind wir orientiert? Wie sind wir orientiert? Ein Blick in den Stundenchart. Sind wir long oder short orientiert? Was sagt ihr? Das sagt die Trenddefinition. Sind wir long? Sind wir short? Wir wollen ja gemeinsam was lernen. So, short in H1, long, short, short, short. So. Das ist aber sehr schwach geworden hier oben. So weiter kann ich nicht. Schade. Tja, das liegt im Auge des Betrachters, ne? Noch kein bestätigter Short im H1, Korrektur im Short-Trend und der nächste sagt Long. Genauso ist es. Wir sind wir kriegen jetzt, je nachdem, wo jetzt der Schlusskurs ist, wir haben da ein Hoch. Der Schlusskurs scheint sich gleich da oben drüber zu etablieren und damit haben wir eine Aufwärtstrenddefinition in einem intakten Abwärtstrend. So, und wenn ich mir das ganze Spiel nämlich so angucke, haben wir nichts weiter als in einem Aufwärtstrend einen Trendbruch, der den News geschuldet ist. Und damit nimmt er hier für mich jetzt den Long-Trend wieder auf. Sobald wir diesen Schlusskurs hier oben drüber kriegen, bevorzuge ich Long-Positionen. Ist aber meine Sichtweise. Wer es feiner wissen möchte, was kann man tun, um sich ein besseres Bild zu verschaffen? Lassen wir mal die Jungs sprechen, die zu einem der Tagesseminare gewesen sind, in Göttingen oder in Lohr oder in Ratingen. Das kann man machen, um sich ein klares Bild, genau. Gut. Mehr Kerzen, gut. So, mehr Kerzen.
was am meisten hilft, ist wirklich die Zeiteinheiten verändern. Dass wenn ich diese Zeiteinheit jetzt nehme, ich bin jetzt eine Etage höher gegangen, 4 Stunden, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und damit haben wir hier gestern Nacht oder spät abends ein tieferes Tief als da. Und damit haben wir auch hier eine Abwärtstrenddefinition. Hier nehmen wir den Aufwärtstrend wieder auf. Im Daily Chart haben wir nur mit einem Spike diese Hochs hier verletzt. Schlusskurse waren wieder unten drunter. Gehe ich in den 30er, sehe ich, was sehen wir hier im 30-Minuten-Chart? Was kann man dem hier entnehmen? Was kann man sehen? Ja, Jürgen, das wird aufgezeichnet. Wie immer. Wir haben hier dieses Tief tiefer als das und tiefer als das. Das heißt, wir haben hier, wenn wir jetzt noch ein folgendes Tief kriegen würden, hier drunter eine saubere Abwärtstrenddefinition. Aber wie gesagt, diese ganze Geschichte ist den News hier geschuldet. Es kann auch durchaus sein, dass wir hier nur die Bewegung haben, dass das ganze Ding jetzt hier ein bisschen flackt und dann nach unten weiter abschießt. Was macht man in solchen Fällen? In solchen Fällen gibt es für mich nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. So. Dazu muss ich einmal schauen, wo sind wir im Tief gewesen, wo sind wir im Hoch gewesen und suche mir dafür erstmal die Gesamtbewegung. Die Gesamtbewegung sagt mir, er darf rein theoretisch, um den ersten Schub zu kriegen oder um den ersten Schub auszukorrigieren, darf er rein theoretisch bis dahin fallen. Das ganze Ding ein bisschen schmaler machen, haben wir da, zack, sind diese beiden Marken ausschlaggebend. 50er, 61, 8er. So, das sind die Marken, die jetzt ausschlaggebend sind. Wenn ich mir das ganze Spiel angucke und sehe diesen Move nach unten, den er gestern nach den News gemacht hat. Er hat ja sofort alles wieder abverkauft, was er vorher nach oben gemacht hat. Müsste er, wenn das 2 Korrekturwellen werden sollen, müsste er noch eine zweite Welle hinlegen. Wenn er die noch hinlegen sollte, wir wissen es nicht, wir können nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Aber nicht weiter fallen soll als bis auf die 61,8, dann geht die Korrektur bis maximal dahin, weil A gleich C, höher laufen darf sie nicht. Deswegen mache ich mir die mal rot, zack, wenn sie nicht höher laufen darf. So, dann schmeiße ich die nämlich jetzt raus. Den Fibo will ich loswerden hier. Wenn die nicht höher laufen darf, dann lege ich hier mein Fibo drauf. Und sage, okay, guck mal da. Diese Marke deckt sich. Punkt A, mit dem nächsten Anlauf nach unten, deckt sich mit dem 61,8er Level und deckt sich mit diesen Zwischenhochs, die wir hier haben. Das heißt, auf meinen Spickzettel für heute gehört die 1,1270, 1,1272. Wenn ich die 1,1270, 1,1272 habe, auf dem Deckel habe, wäre das ja jetzt das Ziel.
1,1270 wären noch 36 Punkte. Ich will meine Bewegung oder will die Bewegung so lang wie möglich handeln. Dann wäre es für mich das Idealszenario jetzt, wenn er ganz kurz da hochgeht, mit einer kleinen Position würde ich es wagen, hier oben, wenn er diesen Bereich hier anläuft. Bedingung ist reinlaufen in diesen Bereich. Umkehrformation in 5 Minuten. Runterlaufen hier nach unten. Also erst dahin. Dann dahin. Und dann dahin. Das wäre mein Verlauf, mein Idealverlauf. Das heißt, läuft er wirklich bis dahin. Aber er muss mir hier klare Schwäche zeigen, eine klare Umkehr zeigen hier oben. Sollte er hier reinlaufen, hier runter, heißt das hier unten, wenn ich hier shorten kann, wenn er mir keine Möglichkeit gibt, weil der Verlauf einfach zu kompliziert, zu schnell ist, dann und ich hier keine Short-Position kriege, würde ich mit einer Long-Position warten, bis er richtig Luft holt hier runter. Bis in diesen Bereich, den Short-Bereich, den Bereich unten würde ich etwas erweitern. So. Um dann in den Bereich hier oben bis an die 1,1270, 1,1272 zu laufen. Wie kann sowas aussehen? Gucken wir uns den Tag gestern an. Gestern lag dieser Balken. Komm her, ups. Gestern lag dieser Balken. Da. Da lag der. So. Und dieser hier lag weiter unten. So, so sah das Bild gestern aus. Wir wollen versuchen, so früh wie möglich, so schnell wie möglich unsere Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und wenn wir das tun wollen, müssen wir eine relativ sichere, sofern man an der Börse von sicher überhaupt reden kann, da. Das hier, einlaufen in diesen Bereich, Umkehrformation, die hatte mir sauber in Form von einem bärischen Harami gebracht und das genau in unserem Bereich. Tagesziel 12 Punkte. Wir haben gestern bei 71 gestartet. Man kann es auf UFBAS und auf Facebook kann man es nachlesen. In unserem Blog ist sowas alles komplett fertig hinterlegt. 71 sind wir rein und er ist gelaufen bis zur 56. Beim Tagesziel von 12 Punkten kann man mindestens sein Tagesziel da unten realisieren, wenn man das dann will. Wir haben uns aufgrund der Situation, der Gesamtsituation, ich weiß nicht, wer das bei uns verfolgt hat, aber wir haben am Montag den DAX bei 11.626 gelongt und haben die Position bei 11.900 am Dienstagmittag geschlossen. Das heißt, wir bei gut 11.900, wir haben die Position mit 280 Punkten zugemacht und damit ist unser Monatsziel von 200 Punkten für diesen Monat drinne. Alles, was wir jetzt machen, sind Geschichten, die sich, sage ich mal, relativ sicher gestalten, so wie hier, dann werden die sehr schnell Break-Even abgesichert. Und wenn die Break-Even abgesichert sind, dann kann ich die laufen lassen, bis das komplette Setup aufgeht. Und unser Ziel war gestern hier unten der Bereich um die 50, 1,1250 bis 1,1244. Bis darunter sollte er laufen, was er den ganzen Tag nicht gemacht hat. Und dann kam die News und dann knallte das Ding wieder zurück. Und dann ist er doch in den Bereich hier eingelaufen. Und wenn ich den jetzt mal
etwas weiterziehe, sehen wir, dass hier sich sogar die Long-Chance ergeben hätte, aber nach den News haben wir hier die Finger rausgehalten. Ich habe hier nachher nichts mehr gemacht nach der Position gestern früh. So, jetzt schauen wir uns das Spiel jetzt mal an. Nervosität nimmt zu. Man kann natürlich, wenn man das möchte, hier ganz knapp an der Unterkante mit einer Limit Pullback arbeiten. Ich nehme das Konto hier nur zur Demo, weil es sind meine Analysecharts. Sorry, deswegen schraube ich die Positionsgröße jetzt weit runter, weil wenn ich während der Analyse hier nachher sowas zerschieße, ist es nicht so wild. Das war jetzt ein bisschen spät. In der Regel, so läuft mein Verlauf morgens. Wenn ich mir so einen Verlauf aufzeichne, platziere ich ganz gerne hier dann auch eine Limit oder ich wechsle in den 1 Minuten. Ja. Und im 1 Minuten haben wir hier da ganz kurz den Spike, eine schöne Umkehr, die uns dazu bewegen könnte. Wenn wir diese Kästen, so wie hier, diese rote Kiste hier einzeichnen und wir haben die Unterkante, nehmen wir mal den Kurs dazu, bei 35, dann gehört unsere Short Limit wohin? Wer merkt es sich oder wer hat es sich gemerkt? Die Limit Pullback gehört an die 1,1233, richtig. Da hätte sie hingehört. Da 2 Punkte drunter, 1,1233, dann wird sie nach oben geschoben, wird ausgelöst. Hätte ich vorhin gleich machen sollen. Nicht erst labern, aber so ist das, wenn man labern muss, ne? Da gehört die Limit Pullback hin. Ich lasse sie jetzt auch da liegen, weil wenn er nochmal hochläuft, mir das gleiche Setup nochmal gibt, warum soll ich das nicht machen? Und dazu gehört hier unten eine Limit Pullback hin als Reverse. Das heißt, wenn die oben gegriffen wird, dann lasse ich die ganz entspannt nach unten laufen und unten wird sie dann gedreht. Stops würde ich hier etwas reduzieren auf 6. Take Profit. Da wir mit einer Reverse arbeiten, fällt der Take Profit weg. Die Long Order, die hier dann entstehen könnte, die würde ich ebenfalls ohne Take Profit laufen lassen. Wenn die dann gestartet ist, würde ich den Take Profit auf die 1,1270 wahrscheinlich 1,1268 oder so legen. Dann kommen wir unten von der 23, haben unser Tagesziel mit der Short-Position fast eingefahren. Von der 33, 34 kommen bis zur 23, 24 unten laufen, 10, 11 Punkte. Hat man das Tagesziel schon drinne, wenn man denn ein Tagesziel entsprechend hat von 10, 11, 12, 13 Punkten, also überschaubar. Leute, die hier handeln mit einem Tagesziel von 50 Punkten, die haben noch bis heute Abend zu ackern. Alle anderen hätten hier unten ihr Tagesziel schon das erste Mal erreicht. Wenn er dann wieder hochläuft, 5, 6 Punkte vorne, Stop, Break, Even und dann das Ding laufen lassen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, bis zum übergeordneten Ziel. Und das Ziel haben wir uns vorhin hier aus der Stunde geholt. So, und das Ziel wäre in dem Fall ungefähr hier bei 1,1272.
dazu fragen? Okay, das wäre der Entry nach unseren Zielbereichen. Dann kommt Euro Pro ins Spiel. Euro Pro bevorzugen wir in Trendrichtung, in unsere Hauptrichtungen, die wir wollen. Wir wollen Hauptrichtung Long, also brauche ich jetzt nicht Short darüber nachdenken, meine Position nach Euro Pro zu pyramidisieren, sondern Short will ich nur das kurze Stück mitnehmen und die lange Bewegung nach oben mitnehmen. Das heißt, wenn er unten in die blaue Kiste reinläuft, mir auch dort unten eine Umkehrformation gibt, dann habe ich eine Chance, nach oben die Position dann nach Euro Pro zu pyramidisieren. Solange wir nämlich hier hin und her springen, brauchen wir über einen Euro Pro Einstieg nicht nachdenken, sondern erst dann, wenn wir hier unten gewesen sind. Okay. Okay. So. Jetzt gucken wir uns den Jungen mal an. Da muss ich in eine höhere Zeiteinheit. Wir sind hier dabei, das Ding zurücklaufen zu lassen bis circa 11.840, 11.800. 11.840 haben wir hier eine Marke, die 50er, da kann man anfangen, und 11.800 haben wir dieses Doppeltop und da dieses Tief, diesen Doppelboden und hier dieses Doppeltop. Das heißt, wir könnten rein theoretisch hier in diesem Bereich eintauchen. Was sich auch deckt mit den 50er und 61,8er Daten. 11,840 dürfte auch im Allgemeinen bekannt sein. So, dazu kommt, wenn wir uns diese ganze Geschichte angucken, dass, wenn wir jetzt ein paar Zeiteinheiten tiefer gehen, wir haben hier einen sauberen Abwärtstrend bis dahin. So, das ist eine saubere Bewegung. Und die poolen wir uns jetzt mal raus und gucken uns die mal in 30 Minuten an. Ne? Je kleiner wir die Zeiteinheit machen, desto klarer wird das Bild. Wir haben die Abwärtsbewegung hier oben von der 12.300, gut 12.300 bis zur 11.600 in einem Rutsch. Das heißt, wenn wir hier eine SKS bauen wollen, wonach es aussehen könnte, obwohl wir dann eine sehr stark steigende Nackenlinie hätten, weil er hat hier übertrieben. Das war einer der Gründe, warum ich hier bei 11.900, als sie hier geschwächelt hat, glattgestellt habe. Ich habe fest damit gerechnet, dass wir hier eine SKS bauen, haben wir hier die Schulter, da den Kopf, da die Schulter. Und dann von der 900, da, zack, wenn wir dann von dem Tief hochgehen, bis dahin, und dann die Nackenlinie brechen, jetzt sieht das Bild ja ein bisschen anders aus, dann wären wir da ungefähr bis da hoch gelaufen, bis an die 12.300, an die 12.450 wollen wir. Jetzt sieht das Bild ein bisschen anders aus. Wenn sich das jetzt so ergeben sollte, hätten wir so eine Nackenlinie. Aber auch erst dann, wenn er jetzt nochmal hier runterläuft. So, und wenn wir dann diese Nackenlinie nehmen und benutzen sollten, dann wäre das hier das Bild. Dann muss er nicht da oben durch, dann muss er die brechen.
Und wenn wir diesen Weg von hier unten dann nach oben duplizieren, dann landen wir exakt bei 12.423, 12.424. Und was haben wir da oben? Dort oben haben wir noch ein offenes Gap, genau. Dort oben haben wir noch dieses Loch, was dann nach dieser Definition, je nachdem, wann wir da durchschießen, je später das wird, desto wahrscheinlicher wird es, weil der muss ja auch erstmal hier runter und dann da hoch. Und wenn das dann passieren sollte, kann man diese Nummer von hier unten, von der 11.840 hier in diesem Bereich, kann man dann hochlaufen lassen bis an die 12.400 beziehungsweise 12.450 und dann ist das Gap auch zu. So, jetzt haben wir hier gestern Abend den Schlusskurs. Wir haben jetzt hier die Eröffnung. Das hier ist über Nacht gelaufen. Jetzt kann es durchaus sein, dass er nochmal hier hochläuft, dieses Hoch aus der Nacht nochmal ansteuert, 11.995 und dann runtergeht. Aber wir sollten diese Flagge hier oder diese Korrektur sollten wir bis hier runter fortsetzen. Ja, heute Mittag gibt es EZB-Daten. Heute Nachmittag, ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht, ob wir heute Nachmittag Webinar haben. Ich glaube nicht. Eigentlich habe ich es abgesagt. Wenn aber 13.45 ist EZB Zinsentscheid, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das richtig so? Ich muss fairerweise sagen, ich habe es heute Morgen verpennt, in den Kalender zu gucken. 13.45 kommt Zinsentscheidung und 14.30 Uhr Pressekonferenz. Ja, dann kommt da wahrscheinlich die richtige Bewegung in den Markt. Und aber können wir mal sehen, auch ich vergesse was. Ich darf das auch, bin auch schon älter. Wahrscheinlich wird dann hier irgendwo in diesem Bereich auch richtig was passieren. Mit Glück geht es darunter. Das heißt, wenn wir so eine Marken haben, wie im Euro und so wie im DAX, so eine markanten Marken, die angelaufen werden sollen, dann kann man da auch mit einer entsprechenden Limit-Pullback arbeiten. Das heißt, wenn jemand im DAX Short-Position laufen hat. Wir haben ja gestern geschortet von der 12.036, von der 12.036 kann man auch in unserem Blog bei UFBAS nachlesen, in unserem Facebook-Account Forex Trading, Handel mit Strategie, kann man diese Position auch nachlesen. Die haben wir dort platziert. Gestern Nachmittag im Webinar haben wir sie aufgestockt, als wir einen Flaggenausbruch gehandelt haben. Diese Geschichten dann bitte mit einer Limit-Pullback absichern. Für meine Short-Position geht meine Limit-Pullback in diesem Fall auf die 11.850. Oben werden sie mit einem sicheren SL oder mit einem SL abgesichert, logischerweise. Und unten, jetzt regnet es. Endlich. Und unten würde ich diese Position mit einer Limit-Pullback versehen. Gerade zu solchen News und gerade nachdem die Jungs in Amerika mal wieder gelabert haben. Ich habe heute Morgen gerade gelesen, muss die Fed jetzt das ausbügeln, was Trump kaputt macht? Ist er nur eine Marionette von Trump? Er muss jetzt irgendwo andeuten, dass Zinssenkungen anstehen, um die Anleger irgendwo wieder ruhig zu stellen. Er hat Zinssenkungen in Aussicht gestellt und jetzt wird natürlich in dem europäischen Markt darauf gewartet, was machen unsere Jungs. Ziehen die mit, ziehen die nicht mit? Die Pressekonferenz um 2:30 wird dafür wohl darüber Aufschluss geben. Okay, also hier der Verlauf nach unten, 11.8, 11.850, von 11.8, 11.850 hoch bis in den Bereich 12.4, 12.450 und von dort aus, dort oben würde ich massiv longen, massiv shorten, sorry. Das, was ich hier eingemalt habe, ist das verständlich?
nachvollziehbar? Sind Fragen dazu? Weil sonst lösche ich den ganzen Kram nämlich jetzt. Ich kann es auch drinnen lassen und mache eine So. Hier ist ja auch noch, zack, so kann man es, glaube ich, besser sehen. Wenn wir hier noch A, B, C dazu packen, A gleich C zulegen und sagen, okay, wir wollen an, wir haben oben die 12,4. Wir wollen zurück an die 11,850. Wenn wir an die 11,850 zurücklaufen, dann starten wir ja irgendwo hier in diesem Bereich. So, und dann sind wir oben bei der 12.300. Wenn die Bewegung früher startet, nämlich schon hier, wenn die vielleicht auch schon gestartet ist, dann sind wir schon hier oben an der 12,4. Das heißt, wenn er hier oben in dem Bereich 12,4, 12,450 eindringen sollte und die Bewegung dort oben in der Umkehrformation beendet, das heißt, wir laufen hoch, schließen das Gap bei 12,4, 12,450, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Bewegung nach A gleich C, dass die Bewegung da oben zu Ende ist. Wir haben das Gap geschlossen. Wir haben da oben dann ein sauberes Doppeltop. Alles Punkte, die dafür sprechen, dass dort eine Korrektur einsetzen kann. Dazu kommt erschwerend, wie man das auch nennen will, dass wir von der gesamten Abwärtsbewegung, die wir gemacht haben, dann auskorrigiert haben hier bis in den 61,866. Das kommt unterstützend dazu. Was ist für mich die Schlussfolgerung daraus? Was ist die logische Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann? Shorty werden. Shorty werden kannst du nicht. Shorty ist mein Spitzname. Eigentlich sollen wir weiter short. Die Aussage ist inhaltlich richtig formuliert, ist sie falsch. Ich kann nicht eigentlich short, sondern ich muss short da oben. Wenn ich einen Entry für eine lange Bewegung haben will, und von einer langen Bewegung rede ich von der hier, die hier, die hat uns 3.400 Punkte ungefähr nach unten beschert, 3.300, 3.400. Wenn ich das ganz große Bild nehme und sage A gleich C, und da sie soll von da aus wieder nach unten laufen, dann landen wir hier unten, da, ungefähr bei 9.000. 8.750 ist eine Marke, die wir erreichen wollen. Das heißt, wenn ich diese Bewegung hier nach unten mitnehmen will, wenn ich die hier nach unten duplizieren will, dann muss ich, wenn ich die Chance habe bei 12.450, wenn ich die Chance dort jetzt noch einmal bekomme, wenn ich sie beim ersten Mal nicht genutzt habe, wenn ich die Chance jetzt nochmal bekomme, 12.450, dann kann ich, muss ich bei 12.4, 12.450 shorten mit einem Stop von 100 Punkten ungefähr,
Ich kann ja mit einem, nehmen wir mal ein Konto von 2000 und ich gehe da mit 5 Dachsen rein. 5 Dachsen rein, 100 Punkte Risiko. Wir lassen jetzt mal die Formel Money Management mal draußen vor. 5 Dachsen da rein, wenn ich mich in dem Kopf damit anfreunden kann, 500 Euro über ein Jahr gesehen zu riskieren. 100 Punkte Stop, 5 Dachsen da rein. Geht das Ding in die Hose, in der Lage sein, 500 nachzuschießen? Oder es muss ja noch, es kann ja auch nur ein Spike sein, der über die 12,450 bis zur 12,55 geht und mich dort rauskegelt. Geht er wieder zurück und schießt dann, macht dann Tagesschlusskurs unter der 12,450, muss ich wieder shorten. Aber ich habe auch bei 100 Punkten, habe ich auch ein CRV vom Feinsten, 3.300, ich habe ein CRV von 33 zu 1. Da kann ich mir auch ein, zwei Anläufe wagen. Ich kann auch, was weiß ich, 1.500 Euro ins Konto packen und fange mit einem DAX oder mit zwei. Ich kann ja dann, ich habe 3.300 Punkte Zeit, nach unten zu pyramidisieren, wenn ich diesen Weg gehen will, handeln will. Thorsten? Ja. Entschuldige, aber ich wollte dich nur informieren, dass dein Ton abgehakt ist. Jetzt okay. Die letzten Sekunden. Okay, jetzt besser? Zumindest der Satz war besser, ja. Okay. Ich war vielleicht zu weit von der Station weg hier. Eigentlich soll die 100 Meter halten. Also wenn es nochmal schlecht wird, bitte, bitte, bitte was sagen, dann muss ich schnell das Headset wechseln. Ja, das ist besser geworden jetzt. Okay. Also wenn ich so eine Strecke hier komplett mitnehmen will, von da nach da, wenn ich die komplett nutzen will, dann habe ich hier oben die beste Chance. Und wenn ich jetzt, heute, morgen sind noch NFP, wenn ich diese Chance nutzen will, bei der 11.850 sogar nach oben zu gehen, dann kann ich mir schon mal 300 Punkte Polster reinholen. Also, wenn ihr fair seid, nehmt da auch meinen Link von meiner Homepage. Macht ein separates Konto auf von mir aus dafür. Macht ein zweites Konto auf bei FXLED. Packt dort ein 1.000er, 1.500. Keine Handelsempfehlung. Ich sage nur, wie ich es machen würde. Okay, ich formuliere es mal so, dass er mir keine Schramme ans Bein pinkeln kann. Ich für meinen Teil würde in dem Fall ein zweites Konto eröffnen. Würde dieses Konto auch über den eröffnen, der mir diese geilen Tipps gegeben hat, weil von den 80 Cent Provisionen, die ich bezahle, kriegt er dann vielleicht 15 Cent ab, würde dort einen Betrag X, einen kleinen Betrag einzahlen, 1.000, 1.500 Euro, würde dann dieses Setup einfach probieren, 11.850, 11.8, 11.850 nach oben mit ein, zwei Dachsen. Das Ding nach oben bis zur 12.4 sind ja auch schon mal 500, 600 Punkte, die man mitnehmen kann. Von mir aus mit einem DAX. Dann habe ich 600 Euro damit eingespielt. Und wenn ich 600 Euro damit eingespielt habe, würde ich genau dieses Geld dort oben auch wieder riskieren. Das heißt, wenn ich bei 12,450 dort oben ankommen sollte und dort oben shorte und ich habe 300 Euro da oben verdient, dann kann ich mit einem Stop von 100 Punkten mit drei Dachsen auch shorten. Dann habt ihr auch ein Jahr Zeit zu planen, was ihr mit der Kohle macht, die ihr dann eventuell verdient. Weil wenn ihr dann die 3.300 Punkte nach unten macht und pyramidisiert mit drei Dachsen, habt ihr auch ein bisschen was verdient. Ihr müsst nur, wie sagt mein Freund Carsten immer, Cojones. Man muss nur die Eier in der Hose haben, das Ding dann auch durchzustehen und durchzuhandeln. Okay, mein Plan verstanden? Nachvollziehbar? Ist der Ton besser? Immerhin. Sehr, sehr viele Leute hier und einer sagt, er hat es verstanden. Gut.
Nein, nicht 300. Also, wenn, machen wir mal eine Rechnung auf. Machen wir das nochmal gemeinsam und dann bin ich auch schon weg hier. Wenn ich jetzt mit einem, sagen wir, mit einem Tausender Konto hier unten die 11.850 erwische, sage ich, will zur 12.450. Und ich mache dieses Spiel mit 0,5 oder mit einem DAX. Mit einem DAX, den longe ich dort unten. Einen DAX, den longe ich dort unten und lasse das Ding laufen bis zur 12.450. Das sind 600 Punkte. 600 Punkte mit einem DAX sind 600 Euro. Machst du das mit 0,5? Hast du da oben 300 verdient. Und bei 12.450 muss ich shorten. Ich kann dann gar nicht drum herum. Ich muss dort oben shorten. Und wenn ich dort oben shorte, kann ich das Geld, was ich verdient habe, mit der Long-Position, kann ich dort oben wieder riskieren. Will ich mit 100 Punkten Stop rein und ich habe 300 verdient, 100 Punkte Stop, dann kann ich sogar einplanen, dass ich vielleicht das ganze Spiel zweimal machen muss. Habe ich ja gerade erklärt, dass er vielleicht mit einem Spike durchgeht, um die Shorties rauszusqueezen. Dann ballert er vielleicht einmal durch, dann nehme ich 1,5 Dachse. Plane ich das nicht ein, sage, okay, ich bin bereit, das zweimal in Kauf zu nehmen, nehme ich drei Dachse. Okay, nehme ich drei Dachse und dann lasse ich diese drei Dachse von 12.450 fallen nach A gleich C. Ich habe es hier eingezeichnet, dann landen wir unter 9.000. Okay, so viel dazu. Jetzt sagt mir gerade jemand, so. Jetzt gucken wir uns den Euro an. Genau, hier unten ist er jetzt gerade dabei, meine Long Limit auszuführen, so wie wir es aufgeführt haben. Die Pullback war bloß zu schwach. So, hätte, wenn, ne? Hätte, Fahrradkette. Ich habe die hier heute Morgen ganz klar zu spät platziert. Ich habe gelabert, ich habe es euch hier erklärt und derzeit, wo ich es erklärt habe, habe ich meine Order nicht platziert. Da hätte sie hingehört und dann wäre jetzt meine Short-Position hier unten rausgeflogen und mein Tagesziel wäre realisiert um 8:34 Uhr, wo andere ihren kleinen Kackern noch im Bettchen haben und vielleicht schon Wecker klingeln haben und die Kaffeemaschine automatisch anspringen. Da sagen wir, okay, steh du mal auf, wir haben unser Geld schon verdient. Ich habe es hier leider verpasst. Zack. Jetzt muss ich meine Short-Position rausschmeißen. Die Long-Position lasse ich laufen. Danke, Matthias, für den Hinweis. Also, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. So ist es. Ich habe es ja auch nur euch zuliebe gemacht. Das ist dann immer das Schöne, wenn man es den anderen Leuten erklärt. Die handeln dann. Wer hat denn die Short-Position von euch gehandelt? Wer war denn cleverer als ich? Ja, guck hier. Ja, ich, aber später. Ja. Siehst du? Ich erkläre es noch, da ist noch der Verlauf, da wollen wir hin und dann wollen wir da runter und dann wollen wir wieder hoch. So, und jetzt stehe ich hier mit meinem Latein. Ihr habt Geld verdient und ich habe meine Stimme strapaziert. Okay. Stop muss in dem Fall hier drunter. Take Profit lasse ich ausfallen, packe aber aufgrund der News und aufgrund dessen, dass ich gleich das Haus verlassen muss, hier oben bei der 69 eine Sell Limit hin. Nicht als Reverse, ich will da oben nicht wieder shorten. Sondern ich will meine Long dort oben rausschmeißen. Bei der 69 sind ein paar 40 Punkte. Fertig. Okay. Ich hatte den Long als Reverse. Meine ist nicht ausgeführt worden. War deine auch eine Reverse? Ja. Short ist ja auch nicht ausgeführt worden, wie bei dir. Short ist nicht ausgeführt worden. Wäre ausgeführt worden, wenn ich sie rechtzeitig platziert hätte. Ich habe sie platziert, als diese Kerze hier gelaufen ist. Ich hätte sie vorher platzieren müssen, als ich dieses Setup hier aufgemalt habe. Da hätte ich es platzieren müssen, habe ich aber nicht, selbst schuld.
Hier zwei Punkte hier drunter wäre diese Short Order hier sauber ausgeführt worden. Hier runter und hier unten auch die Reverse geholt worden. Da wäre die Short hier unten ausgedreht worden. Die Short wäre raus und die Long wäre jetzt drinne. So, und ich sehe, der Carsten hat gerade das Webinar verlassen. Ich vermute mal, da er dabei war, er hat sein Tagesziel erreicht. Okay, also Euro ist klar, der DAX ist klar und Thorsten ist klar für einen Abflug. Nee, Carsten L, nicht Carsten T. Die Long muss ausgeführt werden, egal ob die Reverse ist oder nicht. Wenn du Reverse machst und wenn die auf Reverse stellst und die kommt von oben, du hast eine Short Order drin, wird sie gedreht, hast du keine Short Order drin, hat auch nichts zu schließen. Frage, macht es Sinn, jetzt Long zu gehen? Frage nie einen Friseur, ob du einen Haarschnitt brauchst. Ich werde dir nicht sagen, ob das jetzt Sinn macht, Long zu gehen oder nicht. Sondern ich halte das mit meinen Schäfchen. Sorry, liebe Euro-Pro-Gemeinde, wenn ich das so sage. Aber ich halte es mit meinen in Gänsefüßchen Schülern, Studenten oder sonst was, immer so, dass ich nicht sage, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das. Sondern ich halte es immer so, ich sage, pass auf, ich mache das jetzt so. Und das, was ich sage, das mache ich auch. Ich glaube, dafür sind wir auch bekannt hier. Ich mache das so. Und das zeige ich auch, das kann man nachvollziehen. Alles, was wir sagen, machen wir und ich mache es auch in Live-Konten. Ich spiele hier nicht in irgendwelchen Demos rum oder sonst irgendwas. Ich mache das auch in Live-Konten. In meinen Live-Konten laufen diese auch parallel. Dass ich die Positionsgröße hier so klein gewählt habe, ist, dass die beiden linken Charts hier unten, das sind meine Analyse-Charts, um euch was zu erklären. Und wenn ich dann hier Linien einzeichne und so weiter, dann passiert es mal schnell, dass man, wenn so eine Linie durch so eine Stop-Linie geht, dass ich dann aus Versehen mal den Stop verschiebe, statt die Trendlinie und so weiter. Deswegen muss ich hier mit kleinen Positionen arbeiten. Das ist der einzige Grund. Alles, was wir machen, machen wir mit vernünftigen Positionsgrößen und live. Ich glaube, das wird Nelson auch bestätigen können. Und damit bin ich jetzt auch schon mal weg für heute. Ich muss mal ganz schnell gucken. Ich weiß gar nicht, ob wir heute Nachmittag Webinar haben. Ich glaube nicht. Jedenfalls wollte ich es absagen. Und ich würde mich in diesem Fall jetzt schon mal bei allen Teilnehmern bedanken. Schön, dass ihr da wart. Genau, heute Nachmittag ist kein Webinar. Behaltet unseren Blog im Auge. Ich werde dieses Webinar heute früh öffentlich schalten. Ja, weil ich es heute nicht mehr schaffe, den Blog auf Ufbas oder sowas zu pflegen. Wenn dann nur vom Handy aus ein paar Sachen schreiben, so dass ihr mit Rechtschreibfehlern überschüttet werdet. Freut euch drauf. Also, ihr könnt bei uns kostenlos den Blog gucken. Ihr könnt unseren Forex-Handel, Forex-Trading-Handel mit Strategie bei Facebook könnt ihr beitreten. Müsst nur zwei Fragen beantworten, damit ich weiß, mit wem wir es zu tun haben. Und dann könnt ihr auch unsere Analysen, unsere Handelsart verfolgen. In diesem Sinne will ich mich hier verabschieden. Danke an Nelson und danke an euch, dass ihr da wart. Ich wünsche euch ganz, ganz frohe Pfingsten. Nächste Woche gibt es gar kein Webinar. Dafür gibt es danach dann Webinare von den schönsten Plätzen in Skandinavien. In diesem Sinne euch jetzt einen schönen Tag. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Euer Thorsten. Ja, vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank an die Teilnehmer. Ja, dass ihr wieder so zahlreich dabei wart. Wir haben wieder zusammen hier mit Thorsten das Webinar am 19., also in gut zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich natürlich alles Gute, schöne Woche noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.